Ein relativ leichter, prickelnder Geschmack, der weltweit zunehmend ankommt. Prosecco zählt zu den Gewinnern der Wirtschaftskrise. Mit mehr als 300 Millionen verkauften Flaschen im Jahr ist der perlende Wein aus dem Nordosten von Italien ein Exportschlager geworden, der selbst dem Champagner mengenmäßig den Rang abgelaufen hat. Dieser Wein ist sehr angenehm im Mund. In Italien wurde er schon seit 100 Jahren geschätzt. Dann wurde er allmählich im Ausland bekannt. Zunächst wurde er nach Deutschland exportiert, dann nach England und in die Vereinigten Staaten. Letztlich ist er auch in Frankreich angekommen und dort sehr beliebt. 70% der Weine aus der Prosecco-Anbauregion im Norden von Venedig gehen derzeit ins Ausland. Dabei kostet Prosecco deutlich weniger als Champagner. Dass sich Prosecco gut verkauft, liegt am Preis. Man kann ihn häufiger trinken, zu weniger förmlichen Anlässen. Nur eine große Sorge haben die Prosecco-Winzer. Nach einem verregneten Jahr war die Ausbeute bei der letzten Weinlese mager. Deswegen drohen die Vorreiter nun rasch zur Neige zu gehen. Die neu gewonnenen Liebhaber könnten sich dann Sekt oder Champagner zuwenden.